Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Norbertus Tutorius Tutorial. Es kam die Frage auf, wie kann ich denn am effektivsten Sachen in den Lagerbehältern tauschen? Das geht eigentlich am einfachsten, wenn man in dem Frachter solche Lagerräume baut, und zwar die Lagerräume 0, 1, 2, 3, 4 bis 5 bis 9. Das sind, das nennt sich Lagerräume, die findet man im Baumenü vom Frachter. So, dann kann man diese Lagerräume benamen, indem man hier oben einfach draufklickt und dann hier irgendeinen Namen, in dem Fall sage ich einfach Hashtag 0 und drücke Enter und dann ist er benannt. Jetzt tauchen diese 10 Lagerräume, die genau den gleichen Inhalt haben wie deine Lagercontainer auf deiner Basis, ist exakt identisch, tauchen jetzt hier im Frachter hier oben als Reiter auf. Nun kannst du einfach hingehen und wenn du das unter den einzelnen Lagerbehältern tauschen willst, meinetwegen hier auf der 0 möchtest du den angereicherten Kohlenstoff in den Lagercontainer 1 haben, klickst du oben auf die 1 und zack, hast es rüber. Und zurück geht das natürlich auch wieder. So, Kern ist immer das Hauptinventar vom Frachter. Das geht natürlich auch hier mit diesem. Es geht mit jedem Inventar deiner Wahl, auch aus dem Exo-Anzug raus. Dann gehst du hier rüber auf den Frachter, hier in die 0 rein oder sonst wo, wo du gerade hin willst, und das geht natürlich auch wieder zurück. So, das geht also alles ganz einfach. Das geht meines Wissens allerdings nur auf dem Frachter so. Wir können jetzt mal gucken, wenn denn dieser gnädige Herr mal weggeht, komme ich hier raus? Nein, dann muss ich schnell einen Umweg gehen, dann nehme ich euch mal kurz mit. Wo war das denn jetzt? Andere Seite, glaube ich. Ich kenne mich auf meinem eigenen Frachter nicht mehr aus. So. Ach, dieser blöde Korvax da. Was steht der denn da rum? Okay, dann rennen wir schnell und dann habt ihr auch gleichzeitig eine kleine Führung von meinem Frachter. Jetzt muss ich mal selber sehen. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ach, das geht dann hier raus und dann hier runter. Wir laufen, laufen, laufen. So, ich wäre normalerweise, wäre ich jetzt hier unten rausgekommen. Also das wäre der wesentlich kürzere Weg gewesen. So, also die Lagerräume findet man hier, Basis, Style und Upgrades. Und dann gibt es dann hier, irgendwo gibt es die Lagerräume. Ja, hier, da sind die Lagerräume. Und dann gibt es noch eine andere Besonderheit, wenn man sich das hier nochmal anguckt, kann man hier unter, wo war das, ist auch Basisteile und Upgrades, auch gibt es hier diesen Materiestrahl. Wenn du den installiert hast, dann kannst du von überall her auf dein Frachterinventar zugreifen, aber nur auf dieses Inventar. Wenn der Frachter allerdings dann in einem System ist, kannst du auch hier auf dieses Inventar. Und wenn der Frachter allerdings im System ist, kannst du auch hier auf diese Frachtercontainer zugreifen. Und kannst dann halt eben direkt von einem Planeten irgendetwas in deinen Frachterraum reinladen. Okay, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ich sage tschüss, bye bye und auf Wiedersehen und viel Spaß in No Man's Sky. Bis dann.